der nächste große Ökonom, Josef Schumpeter und die schöpferische Zerstörung. Also diese schöpferische Zerstörung von Schumpeter ist eben ein ganz wichtiges Konzept. Ihr werdet das relativ häufig wieder hören. Es ist aber jetzt nicht jedem klar und aus dem Grunde werde ich etwa 10 Minuten, 15 Minuten über Schumpeter sprechen. Es ist jetzt nicht jedem klar, dass Schumpeter mit diesem Konzept der schöpferischen Zerstörung eigentlich eine eigene Konjunkturtheorie entworfen hat. Und diese Konjunkturtheorie, wie er sie hier eben formuliert, die findet ihr eben heute im Lehrbuch dann nicht. Ja? Also es ist hier ein Beispiel, ich versuche ja ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die heutige Theorie entstanden ist. Schumpeter bzw. diese Konjunkturtheorie von Schumpeter ist jetzt ein Beispiel dafür, was eigentlich sehr plausibel klingt, wo man sagt, ja, super Argument, aber was es nicht in die herrschende Lehre oder in die wichtigen Hauptkonzepte, wie man eine Krise erklärt, geschafft hat. Also, das Argument ist relativ einfach dargelegt, wenn wir uns klar machen, dass Innovation zwar ein permanenter Prozess ist, es gibt die ganze Zeit Innovation, aber so ganz wichtige Innovationen, die sind sehr unregelmäßig. Ja? Und wenn jetzt so eine ganz wichtige Innovation kommt, dann müssen praktisch alle gleichzeitig umrüsten. Und ihr seht schon, dieses alle gleichzeitig zur gleichen Zeit umrüsten, jetzt müssen die alle investieren, müssen versuchen, dieses neue Produkt zu bauen, ja, oder diese neue Fertigungsweise in ihrer Produktion einzubauen, aber alle gleichzeitig, die verschulden sich vielleicht, müssen alle gleichzeitig investieren und wenn dieser Boom, der dadurch ausgelöst ist, dann einmal vorbei ist, dann kommen wir wieder in die Krise rein. Also, er stellt sich das Ganze so vor, dass jetzt, wenn so eine umwerfende Innovation kommt, Beispiele werde ich gleich nennen, ja zumindest ist ja erstmal irgendwie eine ganze Branche davon betroffen. Ja? Ich werde gleich auf Beispiele eingehen, aber wir könnten uns ja ungefähr schon mal das Fließband produzierte Automobil als Standardbeispiel im Kopf behalten. Ja? Wenn das Fließband produzierte Automobil kommt, das heißt, es ist jetzt für sehr viele Konsumenten, aber auch Produzenten möglich, ein Automobil zu benutzen und nicht mehr die Pferdekutsche, ja, dann müssen erstens alle Kutschenproduzenten umrüsten. Die müssen jetzt irgendwie versuchen, auch bei dieser mitzuwirken, um hier dieses Automobil zu bauen. Und zweitens müssen alle, die irgendwas mit Logistik zu tun haben, die Kutschen verschrotten und sich das Automobil anschaffen, wenn das irgendwie billiger oder besser ist. Ja? Wir könnten uns jetzt schon mal vorstellen, dass es Richtung Elektroauto geht. Also wenn das Elektroauto kommt, sagen wir mal in 5 Jahren, die Batteriekosten sind so weit gesunken, dass es einfach billiger und effizienter ist, elektronisch zu fahren, als eben mit Dieselmotor, ja dann müssen aber sehr viele gleichzeitig umrüsten. Ja? Die Konsumenten schaffen sich das an, aber auch jeder, der mit Logistik zu tun hat, das alte Auto weg, der alte Sprinter weg, der neue Sprinter mit Elektro wird angeschafft. Und weil diese großen Innovationen unregelmäßig kommen und jetzt alle gleichzeitig, mindestens in einer Branche, alle gleichzeitig umrüsten, sorgt das natürlich für einen unglaublichen Konjunkturboom. Ja? Die müssen sich alle gleichzeitig verschulden, sagen wir mal jetzt die Autoproduzenten, um eben jetzt hier das Elektroauto zu bauen, also die Batterien. Und die ganzen anderen, sowohl Konsumenten als auch Logistikkonzerne, investieren jetzt hier auch in unglaublichem Maßstab. Und das greift natürlich auf andere Branchen über. Ja, es wird nicht auf diese einzelne Branche beschränkt sein. Also wenn es wirklich so eine große, wichtige Innovation ist, dann entwickelt sich das zu einem allgemeinen Wirtschaftsboom. Jetzt haben sich aber alle verschuldet, alle müssen ihre Schulden zurückzahlen, die sie eben für diese Innovation ausgegeben haben. Und ob diese Rückzahlung möglich sein wird, hängt natürlich davon ab, ob ich danach ja, weiterhin so viel verkaufen kann wie zuvor. Spielen wir das Beispiel durch. Ja? Jetzt haben sich meinetwegen die ganzen Logistikkonzerne verschuldet, aber sie können ja alle billiger und eigentlich effizienter produzieren als zuvor. Ja? DHL ist besser geworden als zuvor, viel besser, viel kostengünstiger. Wenn wir das jetzt uns so denken würden, ja? Dass der Elektrosprinter viel billiger ist. Ja, dann haben wir natürlich im Schnitt dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art Überproduktionsproblem. Ja? Also meistens ist es so, wenn eine Innovation kommt, eine wirklich wichtige Innovation, alle rüsten um, plus es kommen vielleicht von außen noch neue dazu, ja? Neue, die gab es vorher gar nicht,
Und weil jetzt alle mehr und besser produzieren als zuvor, effizienter produzieren als zuvor, haben wir insgesamt eine Überproduktion. Und dafür können dann 10 Jahre später keine Käufer gefunden werden, wenn dieser Innovationsboom komplett durch ist. Und diejenigen, die jetzt keine Käufer finden, ja, also erstmal gibt es einen Preiskampf dann von denen, die überlebt haben, aber diejenigen, die jetzt keine Käufer finden, die werden dann in diesem Preiskampf eben pleite gehen und zugrunde gehen. Ja? Also die großen Innovationen führen einmal dazu, dass diejenigen, die nicht mitziehen, die gehen sowieso pleite, aber selbst die, die mitziehen, weil meistens kommen von außen noch welche dazu, die finden auch nicht genügend Abnehmer und dann wird in diesem Preiskampf deflationäre Phase und Krise gleichzeitig, also eine sehr schöne Erklärung für den Konjunkturzyklus, dann wird in dieser Phase, wo diese Überproduktion eliminiert werden muss, mit Deflation und Arbeitslosigkeit und Krise und Unternehmen gehen pleite, dieser Bust hier, also des Konjunkturzyklus, die Krise dann eben hier ausgetragen. So, ich habe einige Beispiele schon genannt. Ich mache es nochmal für die einzelne Firma. Also, wir hatten in Deutschland sowas wie den weltweit führenden, unangefochtenen Marktführer, Produzenten von Schreibmaschinen. Olympia hieß die Firma, ja? So, und jetzt wird irgendwo in Asien, ja, in Japan oder so, wird die elektronische Schreibmaschine erfunden. Und sofort fallen die Aktien von Olympia, ja, weil alle wissen, bald gibt es keine Schreibmaschinen mehr. Ja? Die haben jetzt die elektronische Schreibmaschine. Da habe ich nicht das Problem, wenn ich einmal hier eine falsche Taste gedrückt habe, dass ich die Seite nochmal komplett abtippen muss. Die ist ja viel besser. Ja? So, Olympia hat sofort Stress und muss jetzt versuchen, irgendwie noch schnell umzurüsten und auch diese elektronische Schreibmaschine zu bauen. Und dieses noch schnell umrüsten, das funktioniert eben nicht immer. Also der Unternehmer in schumpeterischer Sicht ist eigentlich ein Getriebener. Also selbst wenn ich der unangefochtene Marktführer bin, und selbst Google oder so könnt ihr euch so vorstellen, die müssen praktisch immer gucken, was könnte das nächste sein, was mir wieder Kunden abgräbt, die nächste große Innovation, ja? Ach du Scheiße, jetzt kommt YouTube hoch, ja, ist als neue Suchmaschine. Ja, schnell das noch aufkaufen, ja, oder selbst mal irgendwelche Projekte starten, wo man gar nicht weiß, ob das gut geht. Also man hat ja Google Maps gemacht, bevor es überhaupt Anwendungsmöglichkeiten im großen Stil dafür gab, weil das Smartphone noch nicht auf dem Markt war, ja. Aber erstmal was, irgendeine Kugel wegschießen, damit dieses Feld nicht irgendwie dann jemand anders in die Hände fallen könnte. Also gerade im Technologiebereich, wo die Innovationen doch so schnell getaktet hintereinander wiederkommen, sind diese ganzen Unternehmer so wie die Olympiawerke getrieben. Ja, sie müssen praktisch, wenn jetzt die nächste Innovation kommt, so schnell wie möglich reagieren. Und eigentlich muss sogar der Marktführer, ich bin der allerbeste Schreibmaschinenproduzent, der muss praktisch sich schon permanent Gedanken machen, was könnte das nächste Ding sein. Er ist praktisch selbst gezwungen zu innovieren, ja, dass er vorlegt, damit nicht in Japan diese Innovation kommt und zack, kann ich mich kaum mehr verschulden, weil alle wissen, bald gibt es keine Schreibmaschinen mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr mein Gebäude richtig verpfänden oder die Maschinen, die da drin stehen, richtig verpfänden. Und bei Olympiawerken ist so gelaufen, man hat noch einen Kredit gekriegt, aber man hat es nicht schnell genug geschafft und ist dann in mehreren Jahren pleite gegangen. Ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit, um das nochmal besser zu verifizieren, ist jetzt vielleicht Nokia. Also das Smartphone kommt, die Innovation kommt, ja? Apple legt vor und jetzt ist natürlich erstmal kurz die Frage gewesen, ja, wird sich das durchsetzen, dieses Smartphone, oder wollen die Leute vielleicht ganz normal nur telefonieren und SMS schreiben? Und das Management von Nokia zögert kurz, ja, ganz kurz und sagt, nee, wir sind halt beim Smartphone-Bau nicht so gut, dafür können wir zu minimalen Kosten hier diese normalen Telefone herstellen und ja, wir nehmen auch an, dass das eigentlich so bleiben wird. Die meisten wollen einfach nur telefonieren, das andere sind Spielereien für ein paar junge Leute, der große Markt wird das normale Handy bleiben und man zögert ganz kurz und der größte Produzent von Mobiltelefonen, ja, Nokia war der Marktführer, ist fast weg vom Fenster. Ja. Und dafür gibt es eben unglaublich viele Beispiele. Also innerhalb einer Branche, der einzelne Unternehmer, die einzelne Firma ist immer getrieben, die muss immer gucken, was könnte das nächste große Ding sein und versuchen,
als erstes selbst die Innovation zu machen, ja, denkt an Apple und Google, selbst dabei sein. Nur wenn das Ganze jetzt nicht in einer Sparte oder für eine einzige Produktinnovation kommt, ja, sondern es ist eine Innovation, die ein bisschen umgreifender ist und wir denken ans Internet, ja, dann wird da vielleicht ein konjunktureller Boom daraus, beziehungsweise im Nachhinein, weil nicht alle ihre Schulden bezahlen können, eine konjunkturelle Krise. Also, als eben die Benutzung des Internets dann massenmarktfähig geworden ist, das ist die sogenannte Dotcom-Blase im Nachhinein, aber erstmal war es ja ein Dotcom-Boom. Und jetzt alle, die irgendwas mit Verkauf zu tun hatten, sich dann eine Webseite anschaffen mussten, ja, das war so die 99-2000er Zeit, eine Webseite anschaffen mussten, einen Server anschaffen mussten und dergleichen. Die müssen praktisch alle gleichzeitig investieren, ja. Und jetzt gibt es eben einige, die da irgendwie ein bisschen schneller waren und andere, die da nicht so schnell waren. Also das bekannteste Beispiel in Deutschland ist eben der Versandhändler Quelle, wer sich noch erinnert. Die haben ein bisschen gezögert, haben ein bisschen gebraucht, bis sie ihren Quelle-Katalog ins Internet gebracht haben, versus Versandhändler Otto. Ja? Eigentlich vorher ähnliche Unternehmen, die hatten auch ihren Katalog. Otto war etwas schneller, Otto ist nach wie vor da. Nach dem Marktführer Amazon ist Otto übrigens Nummer 2 im Internetversandhandel, also gar nicht unerfolgreich. Und Quelle hat ein bisschen gezögert, nicht schnell genug gemacht. Danach hat man es versucht, man hat noch einen staatlichen Kredit gekriegt und es ist trotzdem nichts geworden. Ja? Also permanent diese Prozesse, dass jetzt die Unternehmer praktisch gezwungen sind zu innovieren. Und dieses, sie sind gezwungen zu investieren und zu innovieren, dieses Argument ist so ein kleines bisschen, zumindest bei einer Krisenerklärung in der Volkswirtschaftslehre verloren gegangen. Und es macht aber doch sehr viel Sinn, denn wir finden häufig vor diesen großen Krisen, ja, nehmen wir die Weltwirtschaftskrise 29, finden wir eigentlich eine sehr wichtige Innovation, die dann auch für einen langen Boom geführt hat, zu einem langen Boom geführt hat. Also das Fließbandauto produzierte Automobil 20er Jahre, als das wirklich dann seinen Siegeszug antritt in die Haushalte bis auf ja, weit verzweigte Schichten. Als dieser Boom durch ist, auf einmal gibt es eben auch die Übertreibungen an den Börsen, aber vor allem danach eben eine unglaubliche Krise. Also der Boom ist irgendwie dadurch ganz gut erklärt, mit seinen Übertreibungen an den Börsen dazugehören und auch die Krise ist ganz gut erklärt. Also eigentlich eine schöne Krisentheorie. Und wenn wir das Ganze versuchen zu verifizieren auf die Dotcom-Boom und Krise, ja, da hatten wir das halt in abgeschwächter Form, es war jetzt nicht so die umgreifendste Innovation, könnte man sagen, das kommt vielleicht jetzt erst mit der Digitalisierung. Also da hatten wir auch so eine Boomphase und eine Konsolidierungsphase danach. Ja? Und dieses Argument ist irgendwie doch sehr stichhaltig und man beobachtet es ja permanent in der Welt. Ich habe das gesehen, wie leicht es mir gefallen ist, jetzt Beispiele zu finden. Und wir könnten hoffnungsvoll sein, dass es gibt nämlich viele zukünftige Innovationen im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, aber auch vielleicht der Elektrifizierung, also das Elektroauto und dergleichen, die in den Startlöchern stehen und zu einem langen Boom führen könnten. Aber es ist doch überraschend, dass eine solche Theorie, die ja sehr viel für sich hat, also Schumpeter hat wirklich gesagt, wir können den Konjunkturzyklus allein durch die Unregelmäßigkeit der wichtigen Innovationen erklären. Boom und Krise. Boom, nicht, vielleicht nicht alle Krisen, aber doch sehr viele. Und dieses Argument, obwohl es dann häufig sogar in die Geschichte ganz gut reinpasst, ist von anderen aufgenommen worden, es hat es aber nicht als Krisenargument. Es gibt diese schöpferische Zerstörung nach Schumpeter als grundsätzliches Konzept natürlich schon, auch in der Wachstumstheorie. Also man sagt, dass das Konzept ist erhalten geblieben, aber dass es wirklich als, wir können den Konjunkturzyklus erklären, dass es als Krisenerklärung hierher hält, das hat es in die moderne Makroökonomie, in die herrschende eben nicht geschafft. Und daran seht ihr, ja, also es ist so eine gewisse Auswahl, die geschichtlich entstanden ist. Also ihr müsst später dann selbst beurteilen,
wie stark ihr dem einen oder anderen volkswirtschaftlichen Argument glaubt. Aber insgesamt versuche ich eben so ein bisschen zu zeigen, dass nicht alles, wo man denkt, ja, das ist aber mal ein sehr stichhaltiges Argument oder sehr schlüssiges Argument, dass nicht alles sich dann heute in den modernen Modellen, in dem Fall Makromodellen hier dann widerspiegelt. Ja? Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, was jetzt vielleicht in Zukunft ansteht mit Industrie 4.0, mit der Digitalisierung, die die Welt wahrscheinlich und auch die Wirtschaft viel mehr verändern wird, als die industrielle Revolution es damals getan hat. Also und dem Elektroauto und dergleichen, dann kann einem schwindlig werden, denn diese Abstände, wie schnell man reagieren muss, ja, auch als Marktführer, denkt an Apple und Google, die dauernd praktisch permanent die neue Innovation vorantreiben müssen und gucken, dass nirgendwo anders jemand hochkommt, der ihnen die Marktführerschaften streitig macht. Also diese Geschwindigkeit, mit der das im Moment in dem IT-Sektor vonstatten geht, ist beeindruckend und andererseits auch so ein kleines bisschen, weil es sich so schnell wandelt, beängstigend. Aber es wird wirtschaftlich dann doch sehr starke Konsequenzen haben. Ja, also so eine irgendwelche Websites, wo man Hotels sucht und dergleichen, die Dinger sind Milliarden wert. Ja. Facebook ist mehr wert als Siemens. Siemens ist eine Firma über mehr als 100 Jahre, die bauen Waschmaschinen und Züge und alles, was es gibt, hunderte Produktionsstätten. Und es hat ein Student in den USA angefangen, da so eine Website zu machen, wo jeder ein Foto reinstellen kann. Und gut, heute ist es ein bisschen mehr geworden, aber es ist trotzdem Wahnsinn, wie schnell praktisch hier sich dann die Gewichte ändern. Ja? Also die größten und mächtigsten Firmen der USA, das sind nicht mehr Automobilproduzenten und das ist auch nicht mehr die Wall Street, sondern das ist das Silicon Valley. Ja? Google, Apple und Co. Und diese Dynamik, die eben hier diese die New Economy hier vorlegt, die ist doch unglaublich und das wird sowohl für euer persönliches Leben, aber auch wirtschaftlich massive Konsequenzen wahrscheinlich haben. Okay. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht's weiter mit Keynes.